Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie man Event-Ticks ein- und ausschaltet. Viel Spaß beim Tutorial. Also, wir sind im Third-Person-Template, und gehen mal in unseren Open-Level-Blueprint hier. So, dieses Panel kann man mit Drag-and-Drop auf den Hauptpanel ziehen oder auf den Level-Panel. So, Event-Tick ist ja ein Event, das bei jedem Frame, beziehungsweise wenn man hier bei den Class Defaults einstellt, in einem bestimmten Zeitintervall sich wiederholt. Ja. Da können wir mal kurz einen Zähler nach oben erstellen. Ja. Dazu erstellen wir eine Variable, nennen den Zähler. Der Typ Datentyp soll Integer sein. Compile. Jetzt ziehen wir den raus. Ziehen wir den nochmal raus, damit wir das nochmal sehen und nehmen den Get-Zähler. Ah, ich habe hier Zahler geschrieben, nicht Zähler. So, Zähler, Enter. So, dieser Zähler soll inkrementiert werden. Das heißt, bei jedem Frame soll einmal hinzugezählt werden. Ja, das ist das, was dieser Frame macht und er soll auch gesetzt werden. Und dann geben wir mal den Output aus in unserem Print String, ja, und ziehen hier hin, gehen auf Compile. Soweit ist alles klar. Jetzt gehen wir auf die drei Punkte und lassen das im New Editor vorspielen. Genau. Hier zählt er hoch mit jedem Frame. Das hatten wir in einem anderen Video schon besprochen. Jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir hatten ja gesagt, dass bei Class Defaults wir den Tick einstellen können. Das heißt, wir können ihn ein- und ausstellen. Sobald wir hier das Häkchen wegklicken, compilen und auf Play gehen, ja, kommt keine Zahl mehr. Das heißt, der Tick wurde für diese Klasse ausgeschaltet. So, aber wir wollen ja zum Beispiel bei Spielen im Verlauf des Spiels zum Beispiel etwas ein- oder ausschalten. Wir wollen quasi die Kontrolle. Und diese Kontrolle können wir mit diversen Nodes über Tick ja, verfügen. Und wie machen wir das zum Beispiel? Wir nehmen einen Cube, ja, wir nehmen einen Cube und sobald wir diesen berühren, soll zum Beispiel abgefragt werden, ob der Tick eingeschaltet ist oder ausgeschaltet ist. So, dann klicken wir erstmal auf diesen Cube, gehen in Level Blueprint, rechte Maustaste, Add Event for Static Mesh. Mit Context-Sensitive, Collision, Add-on-Actor, Hit. Ja? Genau. Und sobald wir den Cube berühren, ja, soll etwas geschehen. Was geschehen? Wir wollen abfragen, ob der Tick eingeschaltet ist. Is Actor Tick enabled? Da haben wir es schon. Ja? Is Actor Tick enabled? Klicken wir hier drauf. So. Das ist eine rote Farbe gekennzeichnet, dieser Output. Das ist ein Boolean, steht auch im Tooltip. Das heißt, dieser Node gibt entweder ein True oder ein False aus. Das ist ja auch klar. Also, das ist ja eine Frage: Ist der Actor Tick eingeschaltet? Und damit kann man mit Ja oder Nein antworten. Und wir wollen wissen, sobald unser Charakter diesen Cube berührt, soll über diese Zeile abgefragt werden, ist er eingeschaltet. So, dann wollen wir zwei Nodes, also wir wollen einmal ein If oder Branch, wie es im Unreal Engine heißt. If und Branch ist das Gleiche, ja, und verbinden das. So, sobald der Tick eingeschaltet ist, soll Print String Folgendes ausgegeben werden: Der Tick ist aktiv, ja. So, sobald der Tick nicht aktiv ist, ja, soll ja entsprechend der Tick ist nicht aktiv, ja, ist klar. So, compilen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, Play. So, hier ist der Cube. Sobald ich ihn berühre, soll er eins von beiden Print Strings ausgeben. Je nachdem, ob er eingeschaltet ist oder nicht. Schauen wir an. Der Tick ist nicht aktiv. Genau.
Tick ist nicht aktiv. So, jetzt trennen wir mal diese Bindung, ja, Event Tick. Gehen nochmal hin. Der Tick ist nicht aktiv. Also obwohl wir hier etwas, obwohl wir es getrennt haben oder verbunden haben, ist es unabhängig davon. Das heißt, woran liegt es? Das liegt daran an den Class Defaults. Start with Tick enabled. So, sobald wir den aktivieren und auf Compile drücken, klicken und hier auf Play und hier nochmal drauf gehen, der Tick ist aktiv. Ja? So, das ist die Zustandsabfrage. Ja? Wenn ihr mitten in der Programmierung abfragen müsst, ob der Tick enabled ist oder nicht. So, jetzt können wir den Tick auch true oder false setzen. Ja? So, jetzt nehmen wir mal einen zweiten Cube, ja? Mit Alt gedrückt und diese Pfeiltaste können wir das auch duplizieren. Und jetzt gehen wir wieder das gedrückt, also das markiert, gehen in Level Blueprint, rechte Maustaste, Add on Event for Static Mesh, Collision, Add on Actor, Hit. Genau. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir auch etwas Set Tick Enable, Set Actor Tick Enabled. Ja? Genau. Dieser Node tut Tick aktivieren oder deaktivieren. Ja? Machen wir mal Folgendes. Genau. Compile. So. Der fragt ja ab, der Tick ist aktiv. So, jetzt klicken wir, gehen wir hier drauf. Ja, jetzt haben wir den berührt. Jetzt müsste es eigentlich deaktivieren. Jetzt, wenn wir hier auf die Abfrage-Cube gehen, dann müsste er sagen, der Tick ist nicht aktiviert. Genau, der Tick ist nicht aktiv. Das heißt, mit diesem Node können wir darüber kontrollieren, ob wir einen Tick aktivieren oder deaktivieren. Genau, ja. So, wir können auch Folgendes machen. Wir nehmen auch einen dritten Cube, Cube 3, wieder das gleiche, rechte Maustaste, Add Event for Static Mesh, Collision, Add on Actor, Hit. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir können ja im Class Defaults die Intervalle in Sekunden ändern von diesem Tick. Das heißt, wenn hier 0,0 steht, wird bei jedem Frame, also so schnell die Grafikkarte auch rechnen kann, wird der Tick quasi aktiviert. Aber hier können wir sagen, okay, das soll nicht bei jedem Frame, also so schnell der Computer kann, sondern es soll eine bestimmte Zeitintervall beanspruchen oder ja, gesetzt werden. Wir können von 10 Sekunden bis 0,5 alle möglichen Zahlen hier einsetzen. So, nehmen wir mal eine Sekunde, ja, das ist in Klammern eine Sekunde. Jetzt Set Actor Tick Interval, ja. Set Actor Tick Interval. So, verbinden wir das Ganze mal. So, nehmen wir mal hier eine Sekunde, genau. Und den Class Defaults machen wir 0,0, ja. Der soll so schnell wie möglich, also die, ich sag mal, die Standardwerte sind 0,0. Und sobald wir den Cube 3 berühren, soll der Intervall auf eine Sekunde gesetzt werden. Compile. Und Play. So, also im ersten Intervall ist der Tick aktiv. Okay, der Tick ist aktiv. Genau. Wir wollen ja sehen, wie sich die Geschwindigkeit dann auswirkt. So, tack, tack, so. So, jetzt tut er bei jedem Frame quasi den Tick ausführen. Ja, ganz schnell. Seht ihr ja auch links. So, Abfrage, der Tick ist aktiv, das sieht man nicht mal. So, sobald wir auf diesen dritten Cube berühren, soll der von so schnell wie möglich auf eine Sekunde eingestellt werden. So, jetzt ist pro Sekunde Tick 52, 53, 54, ja. Jetzt tun wir den deaktivieren, jetzt hat er aufgehört, weil wir den zweiten Cube berührt haben. Und jetzt Abfrage, ist der Typ Tick aktiv? Nein, der Tick ist nicht aktiv, ja. Warum ist das so wichtig? Das ist wichtig, weil der Tick allgemein eine sehr rechenintensive Operation ist. Und den Tick sollte man immer im Auge behalten, zum Beispiel abfragen, ob er aktiv ist. Und in manchen Gegebenheiten ist er nützlich, aber sobald man zum Beispiel etwas nicht braucht, sollte man den auch deaktivieren, ja? Wie es hier ist. Wo steht das hier? Set Tick, genau, Set Actor Tick Enabled. Oder man kann zum Beispiel auch Intervall einstellen, auf, also nicht so schnell wie möglich bei 0,0, sondern auf eine bestimmte Sekundenanzeige.
Genau, das war's für heute. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaltet oder draufgeklickt habt. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss.